Guten Abend, meine Damen und Herren. Es freut mich, dass es so voll ist. Es tut mir leid, dass Sie nicht alle Platz haben. Weder die Demokratie noch die deutsch-französische Freundschaft sind vom Himmel gefallen, noch sind sie eine Selbstverständlichkeit. Beides muss gelebt und das heißt aber auch gefeiert werden. Gleichwohl wollen wir dies in konstruktiv-kritischer Absicht tun. Ich darf Sie deswegen heute Abend, verehrte Festversammlung, nennen und begrüßen. Sehr geehrter Herr Cohn-Bendit, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie unsere Einladung aus diesem besonderen Anlass angenommen haben. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung wieder in Kooperation des ZAK, Zentrum für angewandte Kulturwissenschaft und Studium Generale des Karlsruhe-Instituts für Technologie, mit der Heinrich-Hertz-Gesellschaft für die Pflege der wissenschaftlichen Kontakte und der Karlsruhe-Universitätsgesellschaft stattfindet. Ich begrüße Sie auch im Namen von Professor Krebs, dem Vorsitzenden der Heinrich-Hertz-Gesellschaft, und im Namen von Professor Dillmann, dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Karlsruhe-Universitätsgesellschaft, und heiße Sie alle herzlich willkommen. Die heutige Veranstaltung verdanken wir der Förderung durch die EU. Seit 2008 begleiten wir mit der Jean Monnet Keynote Lecture den Prozess der Weiterentwicklung der Europäischen Union. In diesem Rahmen haben wir uns mit Cem Özdemir den Herausforderungen europäischer Integration und Identität gestellt, durften an den Überlegungen Hans-Dietrich Genschers zur Rolle Europas im Kontext der Globalisierung teilhaben und haben uns mit Barbara Lochbieler mit der europäischen Migrations- und Flüchtlingspolitik beschäftigt, ein Thema, das erneut an Aktualität gewonnen hat. Auch außerhalb dieser Reihe haben wir uns häufig mit Europa auseinandergesetzt, mit dem Richter am Bundesverfassungsgericht, Professor Dr. Siegfried Bross, zum Thema Grundrechte und Grundwerte in Europa und mit der Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Renate Jäger. Eine wissenschaftliche und zugleich zivilgesellschaftliche Auseinandersetzung mit Europa und oder Themen, die für die Weiterentwicklung Europas von großer Bedeutung sind, standen immer wieder im Mittelpunkt unserer Karlsruher Gespräche. Gemeinsam mit dem Goethe-Institut und als Head of Network koordiniert das ZAK das deutsche Netzwerk der euromediterranen Anna-Lindh-Stiftung für den Dialog der Kulturen, an der 43 Staaten der Euromed-Region beteiligt sind. Eine Union für den Mittelmeerraum bleibt erst eine Vision, die Notwendigkeit der Begegnung und des Dialogs eine Realität. Umso mehr scheint es mir richtig und wichtig, das bereits Erreichte ins Gedächtnis zu rufen. Wie Sie wissen, wird in diesem Jahr ein großes Ereignis gefeiert, die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags vor 50 Jahren. Anlässlich des Jubiläums des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags gestaltet das KIT unter Federführung des Präsidiums eine ganze Themenwoche. Ich begrüße erstens aus dem Präsidium unseren CSO, Herrn Dr. Ziegan, der diese Woche koordiniert, weiterhin aus dem Präsidium, ich habe entdeckt, unsere CSO, Frau Professor Doris Wedlich und auch Herrn Dr. Breuer. Ich begrüße aber ebenso vom DEFI. DEFI, wissen wir, sind natürlich ganz besonders für die deutsch-französische Arbeit hier wichtig, Professor Seemann und Frau Isabel Hornig. Noch vor 50 Jahren hätte man die enge Freundschaft beider Nachbarländer in dieser Form nicht für möglich gehalten. Für unsere Studierenden sind die Schrecken des Krieges als Eigenerfahrung zum Glück weit weg. Ohne Frage können wir heute auf eine beispielhafte Erfolgsgeschichte zweier früherer Erbfeinde blicken, die sich durch das Abkommen einst nicht nur versöhnten, sondern vielmehr verpflichteten, sich in allen wichtigen Fragen der Außen-, Sicherheits-, Jugend- und Kulturpolitik zu konsultieren und regelmäßige Treffen auf Regierungsebene abzuhalten. Für die Öffentlichkeit und viele Jugendliche
sind die zahlreichen Städtepartnerschaften und Partnerschaften zwischen Schulen und Vereinen, die beide Länder auf freundschaftlicher Ebene zusammenbringen, besonders prägend. Doch für die europäische Einigung zählt vor allem die politische Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich zu den großen Errungenschaften, für die der Élysée-Vertrag den Grundstein gelegt hat. Deutschland und Frankreich werden oft als Motor der europäischen Einigung und Integration bezeichnet, da die Regierungen beider Länder nicht nur visionäre Ideen zur europäischen Einigung hatten, sondern diese auch umzusetzen wussten. Die in vieler Hinsicht als Erfolgsgeschichte zu deutende Entwicklung der Beziehungen beider Länder darf jedoch nicht die Augen vor neuen Herausforderungen verschließen. Angesichts der europäischen Finanzkrise und der teilweise wieder erstarkenden Renationalisierung des Bewusstseins ist eine beständige und verständigungsbereite deutsch-französische Freundschaft nicht als selbstverständlich anzusehen. Die Menschen sind angesichts der Krise verunsichert. Es gilt, Antworten auf die Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, die schwächelnde Währungsunion, Umweltprobleme und außenpolitische Herausforderungen zu finden. Gerade angesichts heutiger großer Probleme in Europa ist es daher lohnenswert, anhand der Geschichte des Élysée-Vertrages zu lernen. Scheinbar unüberwindbare Divergenzen konnten durch ein gemeinschaftliches Umdenken zweier Partner auf Augenhöhe überwunden werden. Das war so und das soll auch in Zukunft sein. Ich begrüße daher herzlich Daniel Cohn-Bendit, der wie kaum ein anderer Politiker beide Länder und ihre europäische Zusammenarbeit in seiner Biografie vereint. Der in Frankreich geborene deutsche Europapolitiker lebte auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze und prägte die politische Debatte von Beginn seiner politischen Karriere als Sprecher der studentischen Bewegung 1968 in Paris, und ich sehe viele, die sicherlich auch aus diesem Grund hierher gekommen sind, bis zu seiner heutigen Funktion als Co-Vorsitzender der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament. Cohn-Bendit blickt inzwischen auf eine fast 20-jährige Amtszeit als Mitglied des Europäischen Parlaments zurück. 1994 wurde er erstmals in das Parlament gewählt und kandidierte seither abwechselnd für die französischen und deutschen Grünen. Das ist eine wahre Interkulturalität-Praxis. In diesem Sommer wird ihm zudem der deutsch-französische Medienpreis verliehen für sein, ich zitiere, vehementes und konsequentes Eintreten für die europäische Integration und die Fortentwicklung der europäischen Demokratie, Ende des Zitats. Nachzulesen ist sein vehementes Eintreten für die Fortentwicklung der europäischen Demokratie auch in seinem 2012 zusammen mit dem früheren belgischen Premierminister Guy Verhofstadt erschienenen flammenden Appell für eine europäische Föderation, für Europa ein Manifest. Wie uns die deutsch-französische Freundschaft zeigt, ist es von elementarer Wichtigkeit, ein europäisches Dazugehörigkeitsgefühl auf der Basis gemeinsamer Geschichten und Erinnerungen, Werte und Kulturen zu entwickeln. Europa weiß nämlich nicht nur zwischen den Staaten, sondern auch innerhalb der Staaten eine große Vielfalt von Kulturen und Identitäten auf. Neben allen bereits erwähnten Problemen stellt sich neudeutsch der Umgang mit Diversity, kulturelle Vielfalt und Pluralismus innerhalb des Rahmens demokratischer Legitimation und Entwicklung als eine weitere Herausforderung dar. Multikulti heißt nämlich nicht anything goes. Und Identitäten entstehen nicht immer in einem interessensfreien Raum. Dies erfordert Verständigungsbereitschaft, Offenheit im gesellschaftspolitischen Dialog, aber auch klare Positionierungen. Speziell für die deutsch-französische Freundschaft muss gelten, was auch sonst
im Leben unter Freunden von Bedeutung ist. Wirkliche Freunde sind die, von denen man offen sprechen kann. Wir sind aber ganz sicher, dass mit unserem Gast des heutigen Abends, lieber Herr Kuhn-Wendit, dass wir von Ihnen nichts anderes zu erwarten haben. Das freut mich auch. Und jetzt haben Sie das Wort. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße alle wichtigen Honorationen. Ich will sie auch nicht beim Namen nennen, denn ich kenne sie überhaupt nicht, aber wichtig sind sie bestimmt. 50 Jahre deutsch-französische, also ich sage nicht Freundschaft, ich habe mich jetzt auf einen einfachen Begriff mit mir selbst geeinigt, die deutsch-französische Partnerschaft. Dann kann man daraus dann Freundschaften oder nicht, kann man das je nach Gemütslage dann darin projizieren. Sie haben vorhin gesagt, es ist nicht selbstverständlich, diese deutsch-französische Partnerschaft. In der Tat ist es nicht so. Und ich möchte mal anfangen mit einer einfachen Geschichte. Also ich bin 1945 geboren. Gezeugt bin ich mit der ersten biologischen Möglichkeit nach der Landung der Alliierten in der Normandie. Also ihr seid ja alle erwachsene Menschen hier. Ihr wisst, wie das geht. Es passiert etwas, das dauert eine bestimmte Zeit, 9 Monate. Und wenn Sie rechnen, 1944 sind die Alliierten in der Normandie gelandet. 9 Monate später kommen sie im April 1945 an. Da bin ich geboren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ich komme da an, sag Hallo und fange an, gleich zu reden. Und ich sage meinen Eltern Folgendes. Also meine Eltern, das muss man wissen, sind 1933 aus Berlin geflohen. Mein Vater war Rechtsanwalt, ein linker Rechtsanwalt. Er hat verschiedene Linke und Liberale verteidigt und hat einen Tipp bekommen, nach dem Reichstagsbrand verhaftet werden. Er ist dann mit meiner Mutter nach Paris geflohen und ist dort geblieben während des Krieges. Mein Bruder ist 1936 geboren. Dann, als die deutschen Truppen in Frankreich einmarschiert sind, ist erst mein Vater, das war der damalige Stand der deutsch-französischen Partnerschaft, erstmal interniert worden, weil die Franzosen sich gedacht haben, ah ja, Deutsche bleiben Deutsche und man weiß ja nicht, wie sie sich verhalten wollen. Im Krieg haben sie also erstmal alle Männer interniert. Das haben die Amerikaner zum Beispiel damals mit den Japanern auch gemacht und so weiter. Es sind so irgendwie nationalstaatliche Wahnsinnsgedanken, ja, dass sich jemand also überlegen konnte, dass ein aus Deutschland geflohener jüdischer linker Immigrant irgendwie sich dann auf die Seite Hitlers schlagen würde. Aber so sind nun mal die Nationalstaaten und so weiter. Da kommen wir vielleicht danach noch zurück. Aber dann sind meine Eltern in Südfrankreich gewesen. Sie haben dort sie haben einen Kindergarten gehabt für israelische, also jüdische, nicht israelische, jüdische Pfadfinder und haben die Kinder samt meinem Bruder dann beim Bauern versteckt im Krieg, dann im letzten Krieg und so weiter und so weiter. Ich bin also 45 geboren und ich sage diesen Eltern, meinen Eltern Folgendes. In 50 Jahren wird es keine Grenze mehr zwischen Deutschland und Frankreich geben. Es werden keine Soldaten da sein, der Rhein wird keine Grenze sein, sondern es wird ein Binnenfluss sein. Meine Eltern hätten gesagt, wir haben ein Problem. Erstens redet er zu früh, zweitens sagt er nur Quatsch. Es ist in der Tat, und ich finde, bei allen Schwierigkeiten, auch dann, die Europa heute hat, bei allen Problemen, ist es eine unvorstellbare zivilisatorische Leistung,
was da in 50 Jahren aufgebaut wurde. Unvorstellbar, unfassbar. Und für viele Menschen, die nach dem Krieg einfach dann weitergelebt haben, ein Traum, eine Sehnsucht, eine Angst, die im Grunde genommen ihr ganzes Leben begleitet hat. Also diese einfache, banale Tatsache, dass ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich genauso unwahrscheinlich heute erscheint wie zum Beispiel zwischen Bayern und Preußen. Ich sage das deswegen, weil es wird ja oft gesagt, wenn man über Europa heute redet und wenn junge Menschen da sind, naja, die Friedensdividende ist etwas, das man jetzt mal vergessen kann, das ist vorbei und es genügt nicht, Europa zu begründen mit dem Frieden. Es stimmt, es genügt nicht, aber es muss von daher erstmal kommen. Das ist nun mal eine geschichtliche Entwicklung, die für Europa unfassbar ist und in der Geschichte Europas einfach nicht da gewesen ist. Und wenn wir, das ist eine Leistung, ich habe von zivilisatorischer Leistung gesprochen, die im Grunde genommen dieses Europa begründet, wenn auch heute nicht genügend begründet, aber ohne diese Begründung gibt es keine im Grunde genommen Erfahrung, gibt es keine Vorstellung von dem, was Europa, was die Europäische Union, wie wir sie heute nennen, geleistet hat. So, und diese Entwicklung fing nicht an übrigens mit der mit dem Élysée-Vertrag. Der Élysée-Vertrag war im Grunde genommen das Ende eines Prozesses und hat einen anderen Prozess eingeleitet. Aber das Spannende am Élysée-Vertrag, es ist ein fabelhaftes Missverständnis. Im Grunde genommen haben sich zwei große Männer, ehemalige Grüne, Adenauer und de Gaulle, zwei Staatsmänner der Kriegsgeneration, haben natürlich, Adenauer und de Gaulle haben die Vorstellung gehabt, den Wunsch, diese Feindschaft zwischen Deutschland und Frankreich eben in einer positiven Partnerschaft zu überwinden. Also sie wollten, und das zeigt auch die wunderbare Rede, die de Gaulle in Bonn gehalten hat an die deutsche Jugend. Es ist, wenn man sie, können Sie im Internet auch noch hören, es ist schon beeindruckend. Es ist schon beeindruckend, wie er 7 Jahre nach dem Krieg, nicht heute 70 Jahre danach, wo wir gar nicht mehr wissen, außer wenn es mal im ZDF Mütter und Söhne dann gibt, wie das eigentlich, was da alles abgelaufen ist. Also diese Rede an die deutsche Jugend. Nur für Konrad Adenauer war das die Fortsetzung des strategischen Ansatzes der Westbindung. Das heißt, mit der transatlantischen Beziehung, also im Grunde genommen die Verortung, die Verankerung Deutschlands in die Tradition der westlichen Demokratien. Westlichen Demokratien sind die angelsächsischen, England und Vereinigte Staaten, und der westlichen, die französische Demokratie. Dann hat also Konrad Adenauer gesagt, nachdem er im Grunde genommen erst den Sprung über den Wasserteich gemacht, die Bindung Deutschland zur NATO hingeführt, hatte gesagt, aber zur Westbindung gehört Frankreich. Und für ihn war das die Vorstellung, das ist die Verlängerung dieses Ansatzes. Also wenn man nach Westen guckt, kann man nicht Frankreich überspringen, über den Atlantik und so. Das war im Grunde genommen seine Vorstellung. Und deswegen, wenn Sie im Grunde genommen diesen Vertrag lesen und dann diese Posse, die es gegeben hat mit der Präambel nachher, ja, da komme ich gleich zurück. Das war so Adenauer, wenn man es plump sagen will, Deutschland im Westen mit den Vereinigten Staaten und Frankreich und England. De Gaulle hat eine ganz andere Vorstellung. De Gaulle wollte mit im Grunde genommen dieser Partnerschaft
mit Deutschland ein Gegengewicht zu der Vormachtstellung der Amerikaner aufbauen. Seine Idee war im Grunde genommen, dass Deutschland und Frankreich Kern einer politischen Einheit, die einfach was der amerikanischen Hegemonie was entgegensetzen kann. Und dieses Missverständnis, das wussten beide, das hat dann in der Formulierung dieser ganzen mit des Élysée-Vertrags, mit den Sicherheitspartnerschaften und so weiter, da hat de Gaulle dann irgendwann innerhalb der NATO, da wurde schnell noch eine Präambel formuliert und im Grunde genommen, die anders formuliert war, weil im Deutschen Bundestag brauchte im Grunde genommen Adenauer die Präambel, wo die NATO drin ist, aber de Gaulle wollte keinen Vertrag, wo die NATO drin ist. Also man hat sich so durchgewurschtelt. Eigentlich war es völlig egal. Denn die historische Tatsache des Élysée-Vertrags ist wichtiger gewesen als die Begründung, die de Gaulle und Adenauer gehabt haben. So, und dann gab es die ganzen, das wir aus der Geschichte kennen, es gab den deutsch-französischen Austausch, Jugendaustausch, die Städtepartnerschaften und so weiter. Die beiden Gesellschaften haben sich langsam angenähert. Sie haben es da angedeutet, Sie haben gesagt, diese deutsch-französische Partnerschaft war dann, wie man sagt, Motor der europäischen Einigung. Ja und nein. Zum Beispiel ist ja der erste Ansatz dieser europäischen Einigung, nämlich der Ansatz, der mit der Sicherheitspartnerschaft Europa und der Verteidigungsgemeinschaft, ist ja damals von dem französischen Parlament abgelehnt worden. Das heißt, die Vorstellung für die Franzosen, dass man 1953 eine Sicherheitspartnerschaft mit einer Verteidigungspartnerschaft mit Deutschland zu machen, das war zu viel. Das war damals too much. Ja, also, ja, annähern, Partnerschaft, ja, aber man muss es nicht übertreiben. Ja. Und noch dazu waren ja die Franzosen eine der Besatzungsmächte oder der Mächte, die die Demokratie in Deutschland sichern sollten, mit den Vereinigten Staaten, England, auf der anderen Seite war Russland. Ich will jetzt die ganze Geschichte nicht aufrollen. Ich will nur sagen und damit andeuten, wie wichtig dieser deutsch-französische Ansatz war. Parallel dazu lief ja dann im Grunde genommen die Idee einer Entwicklung hin zu Europa, dann die Europäische Montanunion, die Europäische Gemeinschaft und so weiter. Das war dann der Ansatz, wir müssen im Grunde genommen etwas schaffen, was nicht nur zwischen Deutschland und Frankreich, sondern etwas schaffen, was im Grunde genommen ein Kontinent, Europa, pazifiziert. Und zwar mit der Vorstellung, endgültig pazifiziert. Und in dieser Entwicklung, in dieser Geschichte, ist ein Grundgedanke, die Schumann und die Mütter und Väter, Monet und alle gehabt haben, bei diesem Ansatz sehr wichtig. Das erklärt auch, warum dieser Prozess erst nach 1945 möglich war und nicht vor dem Zweiten Weltkrieg. Wäre schon mal ganz gut gewesen, hätten wir den verhindert. Hätten wir nicht den Versailler Vertrag und den Zweiten Weltkrieg, wenn dieser Prozess... Man hätte es auch vor dem Ersten Weltkrieg machen können, wäre auch ganz gut. Da hätten wir schon mal zwei Weltkriege verhindert. Und wenn man gut gewesen wäre, hätte man es auch vor 1870, 71 gemacht und das wäre noch besser gewesen. Also muss es aber eine historische Begründung geben. Die ist einfach. Erst mit der Niederlage Deutschland, Großmacht in Europa, mit der Niederlage der zwei großen europäischen Kolonialmächte, Frankreich und England, war die Voraussetzung eines europäischen Prozesses gegeben, nämlich ein Prozess, wo kein der Mitgliedstaaten oder der Staaten, die in diesem Prozess involviert sind, konnte hegemonisch sein. Konnte und sollte hegemonisch sein. Denn
europäische Vorstellung, Napoleon hat eine gehabt, Hitler hat eine gehabt. Das heißt, unter Führung eines bestimmten Staates, auch die Russen haben sogar einen gehabt, gab es europäische Einigungsvorstellungen, aber nicht unter den Bedingungen, demokratischen Bedingungen gleichberechtigter Partner, ob groß oder klein, ob Deutschland, Frankreich oder die Benelux-Staaten, Holland, Belgien und Luxemburg. Das müssen Sie ganz klar im Kopf haben. Das war die Voraussetzung für diesen Prozess. Und jetzt springe ich, wenn Sie das im Kopf haben, und Sie haben dann den Prozess der deutschen Einheit. Der Prozess der deutschen Einheit hat bestimmten politisch handelnden Personen Angst gemacht. Vor allem dem französischen Staatspräsident François Mitterrand. Der hat ja die wahnwitzigsten Sachen gemacht. Ja, noch in den letzten Tagen der DDR ist er nach Ost-Berlin geflogen und hat versucht zu eruieren, ob es nicht nach Auschwitz besser wäre, wenn es zwei deutsche Staaten gibt, zwei demokratische deutsche Staaten. Nun hat er aber gemerkt, dass die Deutschen, ob es ihm gefällt oder nicht, wollten eine Vereinigung. Dass er die Idee, die abstrakte Idee, die Deutschen müssen den Preis Hitlers bezahlen, dieser Preis wäre zwei Staaten, nicht mehr ein, diese Idee im Grunde genommen konnte nicht realisiert werden, weil die Deutschen was anders wollen. Da hat aber dann François Mitterrand seinem Helmut-Freund, also Helmut, gesagt: Helmut, pass mal auf, mit der deutschen Einheit kann ich das jetzt einsehen, aber es kann keine deutsche Einheit geben ohne eine Vertiefung der europäischen Idee. Denn sonst würde es bedeuten, dass das, was die Voraussetzung für uns in Europa war, dass ein Deutschland, 80 Millionen Menschen, 85 Millionen Menschen, in Europa hegemonisch werden könnte. Diese Angst war real in dieser ganzen Generation, die ja im Grunde genommen den Prozess von 45 oder von 39 bis zur deutschen Einheit miterlebt und gestaltet hat. Und da ist plötzlich eine Idee wieder aus einer Schublade rausgeholt war, die 1974 eingemottet wurde. 1974 gab es im Auftrag von zwei Politikern, die sich als die klügsten politischen, sagen wir, Verantwortlichen verstanden haben und noch heute verstehen, nämlich Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt, die haben sich am besten verstanden, weil sie wussten, wenn die beiden klügsten Menschen auf Erde zusammenkommen, dann kann nur was Gutes beschlossen werden. Ja? Das mag sein. Ja. Also, auf alle Fälle haben sie im Auftrag gegeben, damals gab es, ich will es auch nicht so lange machen, die Währungsschlange. Ja? Also der Franc und die D-Mark wurden aneinander gekettet und als Schlange gingen sie durch die Wirrnisse der ökonomischen Verhältnisse. Da haben sie sich überlegt, können wir nicht eine gemeinsame Währung machen? Und das wurde im Auftrag, ein Beamter, Bürokrater, nennen Sie ihn wie wollen, Herrn Werner, hat einen Plan ausgearbeitet, oder sollte ein Plan ausarbeiten für eine gemeinsame Währung im Anschluss an die Währungsschlange. Und Werner hat gesagt, es ist objektiv möglich, aber es ist politisch nicht durchsetzbar, weil die ökonomischen Finanzkulturen der beiden Länder so unterschiedlich sind, dass es unüberbrückbare Schwierigkeiten geben wird in der Durchführung. Und deswegen ist dieser Plan wieder in die Schublade verschwunden. Und dann haben wir die deutsche Einheit. Und dann hat François zu Helmut gesagt, pass mal auf, wir nehmen das mal wieder auf. Und in der Tat, Frankreich musste, ja, ihr habt ja Hans-Dietrich Genscher gehabt, der hat euch bestimmt auch erzählt, 4 plus 2, die Verhandlung. Die deutsche Einheit, DDR, Bundesrepublik, konnte nur im Grunde genommen dann stattfinden, wenn die vier
Besatzungsmächten, nennen Sie es, wie Sie wollen, das heißt Russland, Deutschland, Russland, Frankreich, England und Vereinigten Staaten, dem zustimmen. Und François hat zu Helmut gesagt, ich mache es nur, wenn wir die Vertiefung machen, und die Vertiefung ist eine gemeinsame Währung. So, Helmut hat das eingesehen. Er ist als überzeugter Grüneuropäer, ist er absolut, absolut wirklich, für ihn war das eine existenzielle Wichtigkeit. Gleichzeitig wusste er, was er dem Deutschen im Grunde genommen dazu mutet. Denn es gibt zwei im Grunde genommen Ereignisse oder zwei Momente, die die deutsche Nachkriegsidentität am meisten geprägt haben. Nummer eins, was ganz wichtig war für die Nachkriegszeit, war der Sieg 1954, der unverdiente Sieg gegen die ungarische Mannschaft 1954 in Bern. Aber das Wunder von Bern war für die deutsche Seele, wir sind wieder dabei, wir sind wichtig, ohne kriegerisch zu sein. Wir haben nur ein Fußballspiel gewonnen. Aber wir sind in der Weltöffentlichkeit wieder angekommen, in einem positiven Sinn. Und das war für die ganze Nachkriegsgeneration, war das ein, vor allem die Männer, aber die Männer haben ja auch vor allem den Krieg geführt. Das heißt, war für sie eine ganz wichtige Sache für die deutsche Seele. Das war eine, dieses dritte Tor von Helmut Rahn war eine Seelenmassage, die kein Weltpsychologe nur bezahlen konnte, dieser unverdiente Sieg, weil die Ungarn wirklich die Besseren waren. Ich habe geweint, ich war für Ungarn, ich war ganz jung, aber das spielt jetzt keine Rolle. Das zweite war die D-Mark. Die D-Mark war Ausdruck einer deutschen Stabilität. Die Stärke der D-Mark war Ausdruck dessen, was die Deutschen nach dem Krieg, den Wiederaufbau geleistet haben, die deutsche Gesellschaft. Und es war im Grunde genommen, deswegen drückte aus, was das Bewusstsein der Mehrheit der Deutschen war, wir kümmern uns nicht mehr um die Politik, da haben wir versagt, wir kümmern uns um unser Leben. Unser Leben ist Arbeit, ist Wohlstand, ist Wiederaufbau und das war Symbol dessen, was Deutschland geschaffen hat, war die D-Mark. Der französische Franc war nicht so viel wert. Und wenn man den Franzosen gesagt hat, wisst ihr was, wir geben den Franc aus und dann werden wir die Stärke der D-Mark im Grunde genommen haben, haben die Franzosen gesagt, ja warum nicht, ja. Also das war keine Bedrohung erstmal. So ist die Geburtsstunde des Euros keine ökonomische Entscheidung. Es ist eine eminent politische Entscheidung, die sich begründet in die Verlängerung des Élysée-Vertrags. Deutschland und Frankreich waren der Motor. Es hätte nicht Holland auf die Idee kommen können. Es hätte nicht Belgien, nicht, dass sie dagegen waren, die wollten dann machen, aber nur weil Frankreich und Deutschland aus diesem politischen Begründungszusammenhang diese Entscheidung getroffen haben und dies den anderen vorgeschlagen haben, hat es diese unglaubliche Dynamik gegeben der europäischen Vertiefung. Jetzt werden viele sagen, das war Horror, Euro ist teuro, Euro ist schrecklich, Euro ist Schuld an den ganzen Finanzkrisen und weiter, ich komme am Ende noch dazu. In dieser Situation war der Euro die Bedingung der deutschen Einheit. Und da gab es kein Wenn und Aber. Und weil Helmut die deutsche Einheit wollte und weil er die Vertiefung der europäischen, ich sage immer ganz unverschämt, weil das, was ich sage, völlig unsinnig ist. Wenn Angela Merkel anstelle von Helmut Kohl gewesen wäre,
hätten wir erstens nicht die deutsche Einheit gegeben und zweitens nicht den Euro, weil sie diesen Schritt nicht hätte wagen können. Sie hat gesagt, vielleicht, lass mich abwarten, morgen ist besser als gestern und vielleicht in einer Woche, nein, nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, ach nee, vielleicht warten wir mal die Wahl weiter ab und die Deutschen sind noch nicht so weit und. Ja, und dann würden zwei deutsche Staaten da sein und da wüsste man immer nicht, wie es weitergeht. So, es ist übertrieben. Aber es gibt einen Punkt. Für Helmut Kohl war deutsche Einheit und Vertiefung Europas seine politische Festplatte. Das war er. Und deswegen konnte er das durchsetzen. Wir haben jetzt ein Europa in einer globalisierten Welt. Und ich sehe, welche im Grunde genommen Schwierigkeiten wir in Europa haben. Wir haben Schwierigkeiten, weil diese deutsch-französische Partnerschaft meiner Meinung nach eben völlig unproduktiv geworden ist. Irgendwie hat man sich auf etwas eingelassen, was nicht funktioniert. In der ganzen Krise, ich nehme mal nur ein Beispiel, da treffen sich also Angela und Nicolas in Deauville. Nicht, dass sie ins Casino gegangen wären, ja, das wäre vielleicht mal vielversprechender gewesen. Sie haben sich daneben getroffen und haben gesagt, so, wir erarbeiten einen Lösungsversuch für die Finanzkrise. Die beiden haben was beschlossen. Merkel hat im Grunde genommen Nicolas ein bisschen die Daumenschrauben angelegt und sagt, das geht schlecht bei dir, also müssen wir das so machen. Sie sind dann, und die haben das gemacht an dem Tag, wo sich der Europäische Rat, die anderen Regierungschefs treffen. Und die haben gesagt, sie sind dann angekommen und haben gesagt, Eureka, so geht's. Und die anderen haben gesagt, nein, so geht's nicht. Und wenn die deutsch-französische Partnerschaft, wenn der deutsch-französische Motor so einen Flop macht, ist es vielleicht so zu erzählen, lustig, aber es ist fatal, weil Europa dann wie auf Glatteis immer rutscht und die Reifen greifen nicht mehr. Europa kann nicht mehr dann irgendwie dagegen steuern in der Krise. Und das ist meiner Meinung nach das große Problem, was wir heute in Europa haben. Wir haben eine Situation, wo im Grunde genommen sich endlich die Frage der Zukunft Europas stellt. Wir haben die Nachkriegszeit gehabt. Wir haben es geschafft, diesen Friedensprozess, diesen Partnerschaftsprozess und die deutsch-französische Partnerschaft, was es ist, man muss es nicht gar nicht schönreden. Das Tolle an dem ist, dass es so furchtbar normal ist. Furchtbar normal bedeutet, ja, manchmal haben die Regierungen des einen Landes wie die Regierung des anderen Landes eine ähnliche Meinung. Manchmal haben sie eine andere Meinung, aber das wird politisch ausgetragen. Es wird die Völker, die Gesellschaften, finden das eine oder das andere bei dem anderen toll oder nicht, aber das wird nicht emotional aggressiv. Ich glaube, das letzte Mal, wo so eine latente Aggressivität kam zwischen Deutschland und Frankreich, das ist 1984, als Schumacher unglaublicherweise Battiston so niedergeschlagen hat im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Sie sehen, dass diese Momente sind immer wichtig. Sie sind wichtig. Und da gab es wirklich ein, irgendwie konnte man, aha, die Deutschen sind doch immer nur die Deutschen, ja. Die Jüngeren müssen sich das im Internet angucken, ja. Es war wirklich unfassbar, was da geschehen. Er ist nicht mal eine gelbe Karte, eine rote Karte, ja, nichts gehabt, ja. Also unglaublich, so. Und am Ende haben noch die Deutschen gewonnen, furchtbar, ja, nachdem die Franzosen 3-1 geführt haben, 20 Minuten vor Schluss, also. Die französische Seele war unten am Boden. Und da hat man gemerkt, 82, naja, Deutschland
ist in der französischen Wahrnehmung, gibt es noch irgendwo ganz tief die Geschichte, die existiert noch. Aber trotzdem ist es im Grunde genommen da auch furchtbar normal dann weitergegangen. Diese Normalität, das ist die zivilisatorische, im Grunde genommen, Errungenschaft. Und Europa hat auf allen Ebenen so eine Normalität geschafft. Das erste Mal, wo ich im Europaparlament gewählt wurde, 1994, ein halbes Jahr später, habe ich gesehen, es gibt eine Debatte über Fischerei. Ich hatte keine Ahnung, ja, über Fischerei. Naja, mal sehen, was die diskutieren. Und es war faszinierend. Sie haben auf der einen Seite gehabt, das wissen Sie, in den Debatten gibt es nicht viele Abgeordnete. Ja, nur die im Grunde genommen, die aus den jeweiligen Ausschüssen sind da und hören zu. Aber Sie haben zwei starke Blöcke gehabt. Sie haben die Mehrheit der französischen Abgeordneten und die Mehrheit der spanischen Abgeordneten. Die französischen Abgeordneten von ganz rechts bis ganz links haben eine Idee des Fischfangs, die in Frankreich durchgeführt wird. Die Spanier mit anderen Netzen, lange Netze, kurze Netze und so weiter, die haben von den Frankisten bis zu den Kommunisten eine Idee verteidigt, die spanische Fischerei. Was war das Faszinierende? Vor 100 Jahren wäre es auf der einen Seite hätte man die französische Marine und auf der anderen Seite hätte man die Armada gehabt und die hätte Balla-Balla gemacht. Und da haben sie Balla-Balla im Europäischen Parlament gemacht, ja, mit guten oder schlechten Argumenten, aber diese Normalisierung, das ist meiner Meinung nach die große Leistung. Und in diesem Prozess der Normalisierung müssen wir jetzt die Krise meistern, die wir heute haben. Und dann müssen wir die Frage stellen, deswegen sage ich, wir stehen vor einem Quantensprung. Nur da möchte ich nur einen kleinen Exkurs machen. Historische Quantensprünge dauern lange. So einfach ist es nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die französische Seele, die französische Identität, politische Identität, strukturiert sich um ein Ereignis von links bis rechts. Die Französische Revolution, 1789. Da ist die Französische Republik im Grunde genommen zu dem geworden ist, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und so weiter und so weiter. Es gibt da nur ein ganz kleines Problem. Frankreich hat 150 Jahre gebraucht, um den Frauen das Wahlrecht zu geben. 150 Jahre. Von 1789 bis 1945. Türken waren vorher, Deutschen waren vorher, alles Mögliche. Das heißt, wir haben einen republikanischen Prozess. Jetzt können diejenigen, die Geschichte studiert haben, können sich angucken, wie sah Frankreich aus 30 Jahre nach der Revolution, 40 Jahre oder 10 Jahre nach der Revolution, 20 Jahre, 30 Jahre, Volksfront dann 1936, Mehrheit der Linken, die haben den Frauen nicht das Wahlrecht gegeben. Warum? Warum haben die linken Parteien, die im Parlament die Mehrheit hat, den Frauen nicht das Wahlrecht gegeben? Weil gesagt wurde, die Frauen stimmen mit den Pfaffen ab. Und dann ist die strukturelle Mehrheit der Linken futsch. Weil die Frauen werden dann rechts abstimmen, wie das in der Kirche einfach gefordert wird. So, und diesen Prozess, wir haben meiner Meinung nach eine französische Demokratie, die diesen Namen verdient, von heute aus gesehen, erst in den 50er Jahren. Aber wir haben eine französische oder eine deutsche Gesellschaft gehabt, wo auch die Prozesse unheimlich lange gehen, weil es wird immer so gesagt, naja, Deutschland war 1955 oder Frankreich eine demokratische Gesellschaft. Ja, aber die sah anders aus. Anfang der 60er Jahre musste eine Ehefrau, die eine Arbeit aufnehmen wollte, brauchte
eine schriftliche Erklärung des Ehemanns. Des Ehemanns. Muss man sich vorstellen. Das ist nicht vor 150 Jahren, das war nicht im Mittelalter, sondern das ist 7 Jahre oder 10 Jahre nach meiner Geburt. Und wenn Sie, Debatten sehen, ja, bis in den 70er Jahren war Homosexualität strengstens verboten in den beiden Staaten und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist ein langer Prozess, bis eine Gesellschaft, eine demokratische Verfasstheit auch gesellschaftlich durchsetzt. Ich sage das immer, ich sage das nur, so, um jetzt mal den europäischen Prozess in Schutz zu nehmen. Zu sagen, es geht zu langsam, ja. Weil es unglaubliche Veränderungen, wir sind jetzt und mehr langsamer sehr sicher, verstehen mehr Menschen, dass das, was unsere demokratische Verfassung begründet, wie sie organisiert ist in einem Nationalstaat, das heißt, dass im Zeitalter der Globalisierung nicht mehr genügt. Das heißt, viele haben Angst. Und weil wir das schlecht machen, haben sie noch mehr Angst. Aber in 30 Jahren wird kein Mitgliedstaat der Europäischen Union mehr Mitglied des G8 sein. Deutschland nicht, Frankreich nicht, Italien nicht. In 30 Jahren werden andere Staatenblöcke, Russland, Vereinigten Staaten, Indien, Mexiko, Brasilien, Japan, Indonesien, ich weiß nicht, welche Staaten werden, China natürlich, werden das Sagen haben in der globalisierten Welt. Und die Frage, die sich stellt, ist, wo stehen wir? Was wollen wir? In 30 Jahren wird die Wichtigkeit Deutschlands oder Frankreich in der globalisierten Welt die gleiche sein wie die Wichtigkeit Luxemburgs in der Europäischen Union. Es tut weh. Es ist schwer. Jetzt schütteln wir den Kopf, ach nee, so schlimm wird es nicht sein. Aber Luxemburg ist doch gut, es gibt doch Juncker und so weiter. Also, das wäre doch nicht so schlimm. Also, Sie können es machen, wie Sie wollen, ja, aber scheiße nochmal. So, und jetzt müssen wir diskutieren. Wie können wir diese Situation, weil etwas zu sagen haben in der globalisierten Welt, ist nicht machtpolitisch beherrschen wollen, ist, dass wir unsere Lebensvorstellung, unsere Vorstellung von einem Sozialstaat, unsere kulturellen Vorstellungen, dass wir weiterleben können. Dieses Europa hat eine furchtbare und eine wahnsinnig tolle Tradition. Die furchtbare haben wir überwunden, die tolle müssen wir beschützen. Die Frage, die sich stellt, können wir sie jetzt als Summe von Nationalstaat 27, 28, können wir nicht so weitermachen. Und da komme ich an dieser Krise und wie wir seit ein paar Jahren mit dieser Krise umgehen. Das Buch für Europa, das ich mit Guy Verhofstadt entwickelt habe, ist aus Frust entstanden. Aus politischem Frust, er ist Vorsitzender der liberalen Fraktion im Europaparlament. Ich bin einer der beiden, weil wir quotiert sind, also eine Frau und ein Mann, Rebecca Harms und ich, einer der beiden Vorsitzenden der Grünen Fraktion. Und wir hielten immer Reden. Europa muss. Und irgendwo haben wir den Eindruck gehabt, und wieder haben sich die Mercedes in Brüssel getroffen, Tür auf, Tür zu, rein, 7 Stunden später, wir haben die Lösung, rein nach Hause, 3 Monate später, Tür auf, Tür zu, rein, wir haben die Lösung, diesmal wirklich, wieder nach Hause, wieder 3 Monate später, Tür auf, Tür zu und so weiter, bis heute. Können Sie mir sagen, ganz ehrlich, 27 Finanzministerinnen und Minister, mit einem Riesenapparat, die sich vorgestern Abend in Brüssel treffen, sollen also überlegen, was machen wir mit Zypern, und beschließen etwas,
und können sich nicht ausdenken, dass es so ein Mist ist, dass sie weggepustet werden am Tag danach. Ich fand diese Kritik an diesen abgehobenen Politikern, fand ich immer übertrieben. Aber gestern war ich sprachlos. Ich habe mir gesagt, es kann doch nicht sein. Die können doch nicht so blöd sein. Es muss doch irgendeinen Grund geben. Und dann, Deutsch-Französisch, habe ich bei der französischen Regierung, da habe ich einen Moment besseren Kontakt. Ich habe dann angerufen und gesagt, sag mal, was habt ihr da gemacht? Ja, wir konnten nicht anders, weil die Deutschen das unbedingt so wollten. Schäuble, ich wollte es gar nicht, die anderen wollten das so. Aber zu beiden habe ich gesagt, pass mal auf, ihr habt das am Ende 7-27 einstimmig beschlossen. Wenn ihr das nicht wolltet, hättet ihr einfach Nein sagen können. Wenn es nicht so beschrieben, dann Nein, Deutschland sagt Nein, Frankreich sagt Nein. Glaubt ihr, wenn Frankreich und Deutschland Nein gesagt hätten, dass dieser Beschluss zustande gekommen wäre? Natürlich nicht. Und das ist das Problem. Jeder hat, und die Regierung, und das ist normal, vertreten nationale Interessen. Das werfe ich diesen Regierungen nicht vor. Aber dass die nicht merken, dass wir dass europäische Interessen kann nicht mehr die Summe nationaler Interessen sein. Das funktioniert nicht. Und diese Kultur, die Deutschen, die sagen, oder die Franzosen, ja, es gibt ein Problem, weil es stimmt, der Finanzinstitut in Zypern sind völlig versauert. Ja, es stimmt, dass wahnsinnig vieles Geld ist, Geld von Oligarchen aus Russland und so weiter, das sind zum Teil Steuerflüchtlinge und das stimmt alles. Aber auf diese blöde Idee zu kommen, die Merkel und Steinbrück vor Jahren gehabt hat, als nämlich die Iren gesagt haben, als sie ihre große Finanzkrise haben, die irische Regierung hatte gesagt, wir garantieren alle Einlagen. Da haben sich die deutsche Regierung, die Französische Regierung, oh, wir haben ein Problem. Die garantieren alle Anlagen, das ganze Geld wird nach Irland, habe ich Geld, gehe ich nach Irland, ist garantiert. Ich kann nichts verlieren. In einer Zeit der Krise kommt also vor dem Bundeskanzleramt der damalige Finanzminister Herr Steinbrück und die Bundeskanzlerin tritt vor der Presse, wir garantieren für 100.000 Euro alle Einlagen der Bürgerinnen und Bürger bis zu 100.000 Euro. Dann 2009 gibt es eine Direktive, also ein Gesetz der Europäischen Union, die auffordert, alle europäischen Regierungen das Gleiche zu tun, zu garantieren bis zu 100.000 Euro. Und dann glauben die, dass sie an dem Tag sagen, naja, das machen wir für Zypern ganz anders und das wird hingenommen. Wo leben die? Auf dem Mond oder irgendwas? Und das, warum ich diese Geschichte so erzähle, ist, weil ich sagen würde, dieses Europa, was nur von Regierung, wo eine Kultur und das Problem, und ihr könnt das wunderbare Buch von Ulrich Beck lesen, das deutsche Europa. Die Franzosen wollen Europa, aber es muss ein französisches Europa sein. Die Deutschen wollen Europa, aber es muss ein deutsches Europa sein. Die Holländer wollen Europa, es soll ein holländisches Europa und. Und so funktioniert es nicht. Und jetzt haben wir, damit will ich dann vielleicht das Ganze abgeben, wir haben jetzt die Auseinandersetzung um den europäischen Haushalt. Was ist ein Haushalt? Ein Haushalt ist im Grunde genommen, sind die Machtmittel, die Möglichkeitsmittel, die eine Regierung hat, um Politik zu machen. Das erste Mal, wo die Amerikaner einen föderalen Haushalt gehabt haben, das war 1932. Das war 1% des amerikanischen Bruttoinlandprodukts. 1%, 32. Also wir haben, der europäische Haushalt ist 1% des europäischen Inlandprodukts, wir sind also 1932. 1945 ist der amerikanische föderale Haushalt 7% des Bruttoinlandsprodukts und 2012 ist 23%. Und warum? Weil die sagen, in einer Zeit der Krisen, der Globalisierung muss der föderale Staat bei aller Autonomie der amerikanischen Staat muss einfach intervenieren können, muss politisch antizyklisch handeln können.
wie in Europa. Weil wir alles erfunden haben, meinen wir, sind die Schlauesten. Wir haben also 27 Staaten, die einen Haushaltsvorschlag machen. Das muss einstimmig beschlossen werden. Stellen Sie sich mal vor, der amerikanische föderale Haushalt würde so im Grunde entschieden werden, dass sich die 50 Gouverneure der amerikanischen Bundesstaaten treffen, viermal im Jahr, und einstimmig beschließen müssen, dies und die jenes Haushalt. Undenkbar. Und jetzt haben wir also eine Situation, wo das Europäische Parlament sagt, das, was ihr beschlossen habt, ist nicht zukunftsfähig. Ihr habt einen strukturkonservativen, im Grunde genommen, Haushalt beschlossen, der Folgendes geht. Stell dir mal vor, wir wären im Casino. Casino haben sie einen grünen Teppich. Jeder, der ist Mitgliedstaat, tut sein Geld auf den Teppich. 7% werden dem Croupier gegeben, Europäische Kommission, Verwaltung, damit ihr weiterarbeiten könnt. Und dann ist jeder Staat, ja, sagt, I want my money back. Dann gibt es den Präsident der Europäischen Union, ein Herr von Rompuy. Ich hatte immer geglaubt, das Bild mit dem Enveloppe, sagt man im Französisch, ja, diesen Briefkuvert, wäre so ein Bild. Nein, es kommen die Regierungschefs in einen Raum. Da ist Herr Barroso und Herr von Rompuy. Und dann nimmt der Herr von Rompuy ein Kuvert und sagt, das sind die Zahlen für euch. Monsieur Cameron, ja, Ihr Rabatt, keine Angst, Sie behalten, es wird nicht zurückgenommen. Ja, Herr Cameron, machen Sie sich keine Sorgen, gucken Sie sich die Zahlen, das ist genau das Gleiche wie letztes Mal. Danke sehr, Herr von Rompuy. Ach, Monsieur Hollande, kein Problem. Agrar, das ist für Sie am wichtigsten. Kommen, Sie haben 1 Milliarde mehr. Danke sehr, Herr von Rompuy. Ach, Madame Dänemark, wir haben ein Problem. Strukturfonds, Sie sind zu reich. Agrar, Sie haben keine Agrarlandwirtschaft mehr. Macht nicht, Sie kriegen einen Rabatt von 150 Millionen. Es gibt zu dem Haushalt global, gibt es 53 Ausnahmen. 53, es ist nicht ein orientalisches Bazar, es ist Bazar Brüssel. Bazar Brüssel, also Casino und Bazar. Und dann ist das Wahnwitzigste, Sie haben die Strukturfonds, also die Hilfe für regional schwache Regionen in Europa, haben Sie um 9% reduziert. Dann kommt der polnische Ministerpräsident, der Vorkämpfer ist gegen diese Reduzierung der Strukturfonds. Herr Tusk, kein Problem. Ihr, die Strukturfonds von Polen werden um 5% erhöht. Da kommt noch der Slowakische dazu, bei Ihnen wird es 9%. Jetzt fragen Sie sich doch mal, wie macht er das? Es wird generell um 9 reduziert und diese beiden Staaten wird es erhöht. Er hat einen Trick gehabt. Er hat gesagt, ich werde einen Index vorschlagen, wo die Strukturfonds einhergehen mit dem Wachstum eines Landes. Polen hat ein starkes Wachstum, die Slowakei noch mehr. Deswegen begründet es, dass sie mehr Strukturfonds geben. Ergebnis dieses genialen, Nobelpreiswürdiges Denken ist, dass Griechenland -30%, Polen, Portugal -25% und Spanien -20%. Das ist ja genial. Die es am meisten brauchen, kriegen weniger. Und das nennt man europäische Solidarität. Das ist aus der Logik der Nationalstaaten. Dass alle Nationalstaaten ihre Interessen verteidigen und ihre Regierung ihre Interessen verteidigen, ist nochmal normal. Wir müssen also, und das ist die Idee, wir müssen hin zu den Vereinigten Staaten von Europa. Wir müssen hin zu einem föderalen Europa, wo es einen Haushalt gibt, kontrolliert von einem europäischen Parlament, vorgeschlagen von der europäischen Regierung, die die Kommission ist. Die kann in der Minderheiten geraten, die kann auch vom Parlament nach Hause geschickt werden. Wir brauchen also eine Struktur, wo die nationalen Interessen vertreten werden von einer Kammer, der Rat, die
europäischen Interessen vertreten werden von der anderen Kammer, das Europäische Parlament, und dass dies im Grunde genommen dann Europa die Möglichkeit gibt, in der globalisierten Welt als mit einer Position zu handeln. Und dann geht es weiter. Ein föderales Europa bedeutet eine europäische Armee. Wir haben in Europa 1,5 Millionen Soldaten in Uniform. 1,5 Millionen. Können Sie mir sagen, wozu? Ganz ehrlich, für was? Und wir haben 27 europäische Botschafter in Kuala Lumpur. Können Sie mir sagen, für was? Ja, also es wird immer gesagt, wir sollen sparen, wir sollen sparen. Das heißt, ja, die Sicherheitsprobleme, die es in dieser Welt gibt, die Sicherheitsprobleme werden nicht von nationalen Armeen gelöst. Die Franzosen, man kann zur Intervention in Libyen stehen, wie man will. Ich war dafür, man durfte nicht Benghazi fallen lassen, denn wenn Benghazi eingenommen worden wäre von Gaddafi, wäre das ein Massaker gewesen. Das wäre Warschau eingenommen von der deutschen Wehrmacht. Das wäre genauso geschehen. Also, aber nach einer Woche haben die Franzosen und die Engländer Mama geschrien und haben gesagt, wir haben nicht mehr genügend Munition. Und da musste Papa kommen, Vereinigten Staaten, und Munition geben. Weil wir nicht europäisch denken. Man kann, und das ist das Problem, es kann doch nicht sein, dass alle Außenminister, Frau Ashton als Außenbeauftragte der Europäischen Union, alle Außenminister sagen, ja, für uns ist die Entwicklung in Mali besorgniserregend. Aber dann lässt man die Franzosen allein und dann sagt ihr, wir schicken die Krankenschwestern und die Krankenpfleger. Und dann sind wir alle dabei. Das kommt in Frankreich schlecht an. Man kann sagen, es ist falsch und es geht uns nichts an. Und ich will es anders lösen, wie der Oberpazifist Westerwelle heute behauptet. Aber dann soll er mir sagen, wie er das lösen will. Aber, und das ist das Problem, ein föderales Europa muss sich darauf einstellen, dass es ein Parlamentsvorbehalte für eine Intervention, die man notwendig halten kann oder nicht, muss es von europäischer Ebene gehen. Letztes Beispiel. Es wird für Griechenland ein Paket geschnürt. Ich finde, es ist schlecht, aber darum geht es nicht. Ja, es geht darum, es wird ein Paket geschnürt. Und es wird entschieden, ob es angenommen wird oder nicht, wo? Im Deutschen Bundestag. Stellt euch mal vor, alle 27 Parlamente würden mit der gleichen demokratischen Legitimität genauso sagen, das muss von unseren Parlamenten entschieden werden. Jetzt haben Sie von 27, 17, die Ja gesagt haben, 13, die Nein gesagt haben. Was machen Sie damit? Was machen Sie damit? Nichts. Es kann nur sein, dass wir eine europäische Entscheidung, für oder dagegen. Und das ist das Problem. Und das Problem ist der ganzen Politik, die Frau Merkel, und damit will ich es beenden, ob diese Politik der Haushaltsstabilität, der Austerität, die richtige und die falsche ist, da streiten sich viele. Da streiten sich Nobelpreisträger auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Ich halte sie für falsch, die Politik, aber ich will nicht behaupten, dass ich einen Nobelpreis in Ökonomie habe. Aber ich habe einen Sinn für Politik. Wenn eine europäische Politik, mag sie sogar abstrakt richtig sein, von den Völkern von Portugal über Spanien, Italien bis Griechenland massenweise abgelehnt wird, und wenn dann die Buhfrau Europas Frau Merkel ist, dann ist ein Fehler im System. Das heißt, die Europäer verstehen Europa nicht mehr. Und zwar im ganzen Süden und vielleicht nicht nur im Süden. Und das hat Helmut Schmidt mit Recht vor kurzem nochmal festgestellt. Eine Politik, die
die italienische Demokratie Kirre macht, wie wir die letzten Wahlen gemacht haben, Spanien Kirre macht, die Griechen können nicht mehr. Ein Volk, was die meisten Leute haben, ob Rente oder Löhne, haben die in 3 Jahren halbiert. Stellen Sie mal vor, in Deutschland würden die, hier fliegt man aus, wenn es 1% Kaufkraftverlust gibt. Halbieren. Eine Deutschlehrerin, die ich kenne in Griechenland, hatte 1500 Euro verdient, die verdienen heute 700 Euro. Das halten die nicht aus. Da können sie nicht hinstellen, ja, alle müssen ihr Teil beitragen. Man muss dann nachdenken, wie langsam, wie schnell man alle sind schuld. Ja, aber die Griechen, das ist ein korruptes System. Es war eine korrupte Gesellschaft, zum Teil ja. Es gab Korruption. Aber wer war korruptiv? Es ist ein großes Unternehmen verurteilt worden. Sei Siemens, ein deutsches Unternehmen, wegen Korruption in Griechenland. Und ganz am Anfang, jahrelang, hat Griechenland für die Verteidigung 4% des Bruttoinhaltsproduktes Griechenland war für Verteidigung. Wir haben in Deutschland 2, Frankreich 2. Das Doppelte. Jahrzehntelang haben deutsche Bundeskanzlerin oder Kanzler bei dem Europäischen Rat den Griechen gesagt, ey, das kann nicht gut gehen. Irgendwie könnt ihr das nicht mehr bezahlen. Warum haben sie das nicht gesagt? Weil die Mehrheit der Waffen, die gekauft waren, aus Deutschland und Frankreich kommen. Das ist die Erklärung. Das heißt, wenn man sagt, sie haben über ihre Verhältnisse gelebt, dann muss man auch sagen, und wir haben davon profitiert. Das ist das Problem. Das heißt, wir sind alle aufgerufen, dies zu verändern, aber weil wir profitiert haben, ist der Solidarbeitrag nicht einfach etwas, was wir geben, weil wir mal gut sein wollen, sondern es ist, weil wir, das heißt die Franzosen, die Deutschen und so weiter, wir haben das mitproduziert. Wir sind damit genauso verantwortlich. Und wenn man so eine Rede hält, und dann ende ich, ich habe ihn von Schumacher gehalten. Wenn in Griechenland heute, weil sie nicht mehr können, die Menschen, die nicht mehr können, sind nicht rational. Das, was sie fühlen, ist nicht das Gute. Aber es ist etwas, was im Erinnerungsbewusstsein einer Gesellschaft drin ist. Und in dieser Gesellschaft ist die Erinnerung, Deutschland hat uns besetzt. Die griechische Zentralbank ist ausgeraubt worden. Das Geld ist rüber nach Deutschland. Damit hat Deutschland mit dem Krieg finanziert. Und jetzt reicht es uns mit diesen Deutschen. Das ist logisch, politisch, alles falsch, können wir sagen. Aber das ist Geschichte. Das ist die Realität. Und das davon versteht diese Bundesregierung gar nichts. Und das ist das Fatale. Und das ist das Gefährliche. Zum Schluss, Deutschland und Frankreich müssen zusammenfinden für einen großen Vorschlag. Ein föderales Europa. Europa muss einen gemeinsamen Sitz im Sicherheitsrat haben. Nicht ein französischer. Die Franzosen sagen, wir haben einen gemeinsamen Sitz und wir haben die Atombombe. Die Atombombe nützt Frankreich. Das sage ich den Franzosen, was nützt sie euch? Könnt ihr die in Mali einsetzen? Könnt ihr die in Libyen einsetzen? Na, gar nichts. Und ihr habt da ja, wenn jemand, die Zeit, wo jemand Frankreich besetzen kann, ist vorbei, weil wir haben europäische Verträge. Europa schützt alle. Und dann sagen wir haben das Vetorecht im Sicherheitsrat. Wir sind eine Grande Nation. Das war die Intelligenz von de Villepin und Fischer, eine Mehrheit zu finden im Sicherheitsrat gegen den Irakkrieg und nicht das Vetorecht. Das Vetorecht, Frankreich hat seit der Gründung des Sicherheitsrats noch nie Gebrauch gemacht von dem Vetorecht, weil es die politische Kraft nicht hat. Die einzigen, die das gemacht haben, sind Russland, also Sowjetunion, Russland manchmal mit China, manchmal meistens mit China und die Vereinigten Staaten. Also, wenn Europa was zu sagen haben will, um friedenspolitische Ansätze hin, dann braucht es einen europäischen Sitz im Sicherheitsrat. So, und das ist ein föderales Europa, das ist eine Vision, das ist ein Kompass. Wenn wir so einen Kompass haben, dann können wir dann
die Entscheidungen, die wir heute treffen müssen, ganz anders treffen. Und für so eine Initiative braucht man eine französische Regierung, eine deutsche Regierung, eine französische Gesellschaft, eine deutsche Gesellschaft, die sich verantwortlich fühlen für das, was in den nächsten Jahrzehnten in der Welt passieren wird. Und nicht nur verantwortlich fühlen, was nur in Oggersheim oder in Poitiers stattfinden wird. Das ist das Problem. Raus aus dem nationalen engen Raum, rein mit den Gedanken in der ganzen Welt, in der globalisierten Welt. Das müsste eine deutsch-französische Initiative sein heute. Danke sehr.